Willkommen bei Breiten Mund auf 8. Physik TV. Im Jahre 1779 wurde im Steinbett Leier ein, quasi sagen wir es mal so, ein etwas Ungewöhnliches entdeckt. Heute wissen wir, dass es sich um einen planetarischen Nebel sich handelt, der sich zwischen den Sternen Gamma und Beta Lyrae befindet. Und das wurde auch in den Messier-Katalog aufgenommen und heißt, und bekam den Namen Messier 57, wird auch als Ringnebel bezeichnet. Jährlich fragen jetzt einige von euch, wie der Name Ringnebel zustande kommt. Weil der Ringnebel im Teleskop wie so ein Ring erscheint. Ja, das ist halt so diese Erscheinung im Teleskop. Wobei sich tatsächlich die Hülle einen Torus ähnelt. Beim Torus muss man sehr an den Donut nämlich denken, in der Mitte Hull und drumherum wie so ein Ring irgendwie. Da so könnte man Torus nämlich beschreiben. Der Ringnebel ist etwa 20.000 Jahre alt. Das ist ein planetarischer Nebel, nichts anderes, also die abgestoßene Hülle von einem Stern. In der Mitte findet man den kleinen weißen Zwerg, aber um den zu beobachten, braucht man ein Teleskop mit einer Öffnung von 25 cm, weil sonst geht es nicht. Der Fern liegt bei 2300 Lichtjahre und der Durchmesser bei etwa 1 Lichtjahr, also das ist schon relativ groß. Und vermutlich war der Vorgängerstern sonnenähnlich, aber man weiß es nicht so genau. Hoffentlich, dass euch dieses Video dazu gefallen hat und bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen.